Der Test. Benzinbrüder haben es schwer. Denn egal ob Diesel oder Benziner, die Zeit des Verbrennungsmotors scheint zumindest mittelfristig ein Ende zu finden. Als Ersatz steht das E-Auto schon in den Startlöchern. Ganz ehrlich, es gibt zurzeit kein Mobilitätsthema, das die Menschen mehr begeistert und mehr interessiert als das Thema Elektroauto. Auch ganz klar, denn da tut sich einfach ständig was. Jeden Tag neue News zum Thema Produkte, was kommt alles neu, zum Thema Batterietechnologie, wie lang halten sie, wie verändert sich die Reichweite, zum Thema Infrastruktur, Förderungen und. Also ein unerschöpfliches Thema, das man allerdings nicht erlesen kann, das muss man erfahren. Und genau deshalb habe ich mir den schicken Renault Zoe geschnappt, um damit einmal im Praxistest einfach ganz normal unterwegs zu sein. Der Renault Zoe 40 stellt aktuell die reichweitenstärkste Variante des Zoe dar. Dafür sorgt eine 41 Kilowatt Batterie, die einen Elektromotor mit 92 PS Leistung speist. Dank verbesserter Rekuperation und effizienter Bereifung sollen in dieser Kombination bis zu 315 echte Kilometer Reichweite möglich sein. Das Interessante an der Reichweite ist, wenn man so dahin cruist, verringert sie sich nicht. Wenn man dann allerdings einmal einen Kickdown macht und so richtig in den Sitz gepresst wird, wow, und gleich einmal 70 km/h drauf hat, natürlich nur dort, wo es erlaubt ist, da merkt man, Elektroautos können auch richtig Spaß machen. Das Thema Reichweite ist in der Elektromobilität das Bestimmende. Reichweite kommt durch Akkukapazität und diese kommt wiederum durch die Größe des Akkupacks. Im Zoe 40 wiegt die Batterie heftige 305 Kilogramm. Dieses Gewicht wird durch eine leichte Grundkonstruktion zum Teil aufgefangen. Aber wir wollen nicht über die Sachen sprechen, über die eh alle schreiben, die fix und klar sind, sondern über die Sachen, die man bewusst erlebt, wenn man mit einem E-Auto wie mit dem Zoe 40 unterwegs ist. Und da fällt gleich einmal eins auf, bis zu 400 Kilometer Reichweite voll elektrisch steht da groß auf der Seite drauf. Und das ist zwar richtig, weil es unter Laborbedingungen möglich ist, aber de facto ist es nicht so, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ja, 278 Kilometer Reichweite steht bei mir oben, weil sich das Auto merkt, wie man damit fährt und ich fahre einfach ganz normal mit Sitzheizung, mit Klimaanlage, ab und zu mit Kickdown, damit er so richtig abgeht und dann sind rund 300 Kilometer Reichweite absolut perfekt, da braucht man nicht mehr, keine 400, keine 350, 300 reichen allemal, damit ich ganz entspannt und ohne Reichweitenangst den ganzen Tag in der Umgebung von Wien unterwegs sein kann und trotzdem noch mit 100 Kilometer Restreichweite nach Hause komme. Wenn man sich schon keine Gedanken mehr über die Reichweite machen muss, dann fällt der Blick schon verstärkt auf das Interieur. Auch hier kann der Zoe punkten. Die Innenausstattung in unserem Zoe ist nicht Standard. Das Auto gibt es ab rund 22.000 Euro. Unserer kostet rund 30.000 Euro ohne Förderungen und ohne dem ganzen Wischiwaschi. Das merkt man aber auch, wenn man sich innen herumschaut. Rückfahrkamera, wunderbare Sitze, die richtig bequem sind und obendrein gut ausschauen und. Also das Auto ist fully loaded und das ist auch richtig gut so. Die Zukunft des Automobils wird wohl oder übel elektrisch. Doch die Freude am Auto wird dieser Umstand wohl auch künftig nicht verderben. Sie merken schon, ich kriege das Grinsen nicht aus meinem Gesicht, seitdem ich mit dem Zoe unterwegs bin, weil das Gesamtkonzept einfach passt. Der Look ist super und die Reichweitenangst, ja, die gibt es nicht mehr. 400 Kilometer, das schafft er nicht, zumindest nicht, wenn ich damit unterwegs bin und alles eingeschalten habe. Aber 300 Kilometer, ganz ehrlich, das reicht vollkommen, um überall hinzukommen und angstfrei mit reichlich Restreichweite daheim aufzuschlagen. Also, wenn die Zukunft so ausschaut, bin ich überhaupt und total entspannt, dann werden wir sehr leise und sehr emissionsfrei in Zukunft haben.